Hallo, mein Name ist Dosch und willkommen zurück zu einer weiteren Runde All the Mods 7 to the Sky. In der letzten Folge haben wir dieses Monstrum an Erzverarbeitung aufgebaut. Die funktioniert wunderbar, aber es ist überhaupt nicht ausbalanciert. Ich zeige euch das gleich mal. Und zwar haben wir jede Menge verarbeitete Erze. Es kommt super gut rein. Wir haben allein jetzt schon 3,8 Millionen Eisen und hier noch 2,2 Millionen Iron Slurry. Es ist aber ein gnadenloses Bottleneck. Und zwar hier hinten an der Stelle. Beim Kristallisieren, weil wir hier draus leider keine Factory machen können. Wäre der Punkt gegeben, beziehungsweise wenn man die 5er-Maschinen auch zu Factories machen könnte, wäre das alles gar kein Thema. Aber es wird jetzt erstmal hier schon gewaschen. Gut, wir kriegen immer noch, das dauert ein bisschen länger hier. Und ich habe gesagt, dass die einzigen Erze, die hier nur noch verarbeitet werden, sind Uranium und Gold, glaube ich, gerade. Einfach weil das die Erze sind, die wir am meisten brauchen werden. Alleine schon später für den ATM-Star brauchen wir Netherite-Blöcke, Uranium-Blöcke. Ja, und da würde ich einen guten Vorgang machen. Heute habe ich mir etwas Epischeres überlegt, denn wir haben jetzt eine riesengroße Base, wir haben genug Ressourcen. Ich glaube, es wird bereit für eine epische Schlacht, denn wir gehen in den Twilight Forest. Beziehungsweise, ich habe heute drei Themen vor. Einmal möchte ich gucken, dass wir Inferium verarbeiten. Das ist eine Sache von ein paar Minuten. Das kriegen wir relativ schnell hin. Ich möchte gucken, dass wir einen ordentlichen Energiespeicher aufbauen. Das wird wahrscheinlich über die Folge hinweggehen. Und dann gehen wir in Twilight Forest, aber nicht wegen den Bossen. Denn ich möchte das erste Set der drei Endgame-Erze haben, und zwar All the Modium. Fangen wir als erstes mit der Inferium-Essenz an. Wir haben diese Inferium-Essenz mittlerweile über das 7 bekommen, und zwar aus Crushed Netherrack. Und wir werden auf jeden Fall mehr davon brauchen. Es gibt noch eine andere Möglichkeit, daran zu kommen, und zwar können wir aus der Inferium-Essenz sogenannte, wo haben wir sie? Inferium-Seeds machen. Davon mache ich mir jetzt einfach mal ein paar. Ein Stack sollte in Ordnung sein. Wir werden das irgendwann nochmal anpflanzen. Vielleicht mache ich das auch gerade irgendwann mal offscreen. Ich weiß es noch nicht. Aber diese Inferium-Essenz brauchen wir für komplett Mystical Agriculture, beziehungsweise die verarbeitende Version. Man kann das nämlich mit dem Infusion Crystal zu Prudentium machen, Tertium, Imperium, Supremium, Insanium und ganz am Ende die Creative Essence. Die Creative Essence ist sogar etwas, was wir für den All the Mods da brauchen. Da werde ich aber wahrscheinlich dann einfach nur ein Rezept über das ME-System machen. Denn ich möchte eigentlich nur gucken, dass wir die Insanium-Blöcke automatisiert kriegen. Und wie wir das machen, ist ganz einfach über einen Crafter. Da ist gar kein großes Hexenwerk bei. Das ist eigentlich im Grunde genommen einfach nur immer weiter craften. Und ich habe bisher große Erfolge mit dem Crafter gehabt. Und ich habe natürlich noch keinen gemacht. Ich baue mal kurz alles zusammen. So, und schon haben wir quasi alles zusammen. Ein Crafter Tier 3, Export-Bus, Import-Bus. Und wir haben schon wieder einen Geister. Nein, im Grunde genommen, remembern wir jetzt einfach nochmal, ich habe diese Infusion Crystals gemacht, die wollen wir auf Dauer nicht verwenden, weil die einfach beschissen sind. Die sind aber relativ schnell hergestellt an dir, 4 Prosperity Shards für Inferium Essenzen halten dafür nur 250 Durchgänge, aber das reicht jetzt erstmal vollkommen. Wir nehmen Inferium Essence. So, die haben wir. Dann mache ich mir hier schon mal wieder so ein Muster und sage Remember für den nächsten Schritt. Im Grunde genommen ist das jetzt einfach einmal so durch. Ah, halt. Hup. Und einmal so weiter. Ich mache das auch ganz schnell fertig. So, und da haben wir schon alles zusammen. Einmal Prudentium, Tertium, Imperium, Supremium, Insanium und ich mache am Ende immer gerne einen Insanium-Block, der da dann in den Ausgang geht, weil ansonsten, wenn man nur die Insanium Essence raussetzen würde, würde der Infusion Crystal auch rausgehen. Jetzt haben wir noch ein Problem. Die Infusion Crystals verlieren sehr, sehr schnell an Haltbarkeit. Das ist aber nicht das Thema, denn es gibt einen Mars Infusion Crystal, der Unlimited Uses hat. Den kriegen wir so relativ schnell hergestellt. Wir haben, ich habe es einmal so weit durchschaffen lassen, dass wir zwei Insanium Essenzen haben. Das heißt, ich mache einmal zweimal. Nehme mir einen Prosperity Gemstone. Die Shards hier haben wir auch nur endlich gefühlt. Wir haben 4 Millionen davon. Also diese 7-Anlage, die ist ein bisschen sehr stark eskaliert. So.
Und wir haben einen Master Fusion Crystal mit Unlimited Uses. Den packe ich jetzt hier unten rein, sage Remember. Nehmen wir die einen Ferium Essence. Und die Anlage darf dann einmal damit durchlaufen. Wird jetzt ein bisschen immer mal wieder so dauern, bis dann mit Schwung reinkommt, aber wenn das so einmal sich ein bisschen eingepegelt hat, dann geht das auch vollkommen klar. Das ist eh so eine Geschichte, die läuft nebenbei. Wenn ich dann morgen früh wieder drauf schaue, habe ich bestimmt, keine Ahnung, vielleicht keine Ferienessenz mehr. Aber ganz ehrlich gesagt, ist kein Thema, dafür habe ich dann wahrscheinlich Unmengen an Insanium-Essenz. Der nächste Schritt. Wir wollen einen ordentlichen Stromspeicher. Man hat sich vielleicht schon in der letzten Folge gedacht, wofür dieser Lucky eigentlich ist. Ganz einfach, ich will eine Induction Casing aufbauen, beziehungsweise so eine Induction Matrix von Mechanism. Dafür brauchen wir eigentlich nur Induction Casings, zwei Induction Ports und dann diese Induction Cells und Provider. Das ist momentan die beste Möglichkeit, Energie zu sparen, einzuspeichern. Denn eine Ultimate Induction Cell gibt einen 4 Terajoule. Über Kilo, über Mega, über Giga. Dafür brauchen wir eine weitere Ressource leider dafür. Lithium Dust. Wie kriegen wir Lithium her? Aus flüssigem Lithium, beziehungsweise, naja, gasförmigem Lithium. Dass wir einmal aus flüssigem Lithium machen. Wie kommen wir da jetzt dran? Dafür brauchen wir eine Thermal Evaporation Plant schon wieder, wo wir das Brine, was wir generieren, in Lithium umwandeln. Hab ich schon aufgebaut. Hab man vielleicht schon in der Zwischensequenz gesehen, beziehungsweise in der letzten Sequenz. Hier kommt Brine rein und wird umgewandelt in Lithium. Dafür habe ich hier diese drei aufgebaut. Da drüben habe ich auch nochmal vier weitere aufgebaut rein für die Produktionsanlage hier. Und hier kommt dann quasi das Lithium rein. Das ist zu schnell hierfür. Und das habe ich jetzt gestern Abend aufgebaut. Das hat jetzt über die Nacht durchgelaufen. Und ich habe mittlerweile an Lithium 62.000. Das heißt, wir können jetzt erstmal... Ach ja, ich bin vom Essen her von den Kartoffeln weggegangen. Ich nehme jetzt Croque Monsieur. Das hatte ich nichts anderes außer Brot, Mehl, Tofu, Butter, Käse... Alles zusammen gemixt. Da habe ich mich einfach, da habe ich gar keine große Anlage aufgebaut. Einfach nur ein wenig Weizen gespammt, Soja gespammt und ein bisschen Mais gespammt. Ein Bowlmeal Ende. Und dann einfach ein Crafting-Rezept gemacht, dass ich immer mal so ein Stack machen kann. Ist nichts Wildes. Auf jeden Fall. Wir werden jetzt einmal hier die ganzen Rezepte encoden. So, alle Rezepte drin. Und wenn ich mich jetzt nicht vertan habe, können wir schon mal die Induction Cases bestellen. Das sind 192. Ich bin gespannt, ob ich mich nicht verrechnet habe. Ich hoffe es. Und wir brauchen zwei Induction Ports. Und der Rest wird dann aufgefüllt mit den Induction Cells und Induction Provider. Da bin ich jetzt mal gespannt. Woran hapert es hier gerade? Ach, der muss jetzt gerade die Menge Stahl herstellen. Ich glaube, da werde ich einfach mal... Ja, dann mache ich mal irgendwann eine Ladung fertig. Aber wir können jetzt einfach schon mal hier den ersten Stack nehmen. Und schon mal die Grundbasis aufbauen. Ich will nämlich hier ein 6 mal 6 Würfel aufbauen. So. Was macht diese Induction Casing jetzt eigentlich? Beziehungsweise Induction Matrix. Was ist das genau? Ganz, ganz doof gesagt. Es ist einfach nur ein Stromspeicher. Ein großer Stromspeicher. Das ist wirklich so eine Geschichte, den will ich versuchen einmal voll zu kriegen. Wer von damals noch die, die Draconic Energy Orb kennt, der weiß ungefähr, was das für Zahlen annehmen kann und so ungefähr ist das, glaube ich, auch. Ich glaube, da tut sich nicht wirklich viel. So, wir können dann jetzt mal schauen. Die Ultimate Induction Cell. Können wir eine machen? Das sieht sehr gut aus. Können wir 10 machen? Oh, da fehlt 3000 Gold. Dann machen wir erstmal 5. Das ist jetzt eine Geschichte, die lasse ich jetzt wirklich einfach laufen. Das... Ja, ich glaube, man sieht es schon. Das ist halt so eine Geschichte, da werde ich auch auf die Erzverarbeitung warten müssen, bis das ganze Gold durch ist und all sowas. Aber man kann die Hülle hier schon mal fertig bauen, solange. Dann haben wir einfach nur einen leeren da. Induction Matrix. Und da ist unser formschönes Teil auch schon. Die Induction Matrix.
Wir können jetzt, habe ich einen Konfigurator dabei? Jawollo. Einmal, das wollte ich jetzt nicht. Man sollte dann vielleicht auch richtig einstellen. Hier sagen, dass wir Output haben. Hier haben wir Input. Und wir haben jetzt einen unglaublichen Speicher von 0. Warum? Wir können das Ganze nur gerade aufbrechen und wir sehen, es ist hohl. Der Speicher kommt über diese, wie ich ihm schon angesprochen hatte, über diese Induction Cells. Und die Übertragungsrate, die dieses Teil hat, über diese Induction Provider. Ich will gucken, dass ich jetzt vielleicht, sagen wir mal, 10 von denen hier aufbaue. Dann haben wir eine Übertragungsrate schon mal von, ich bin ganz sofort zu berechnen, aber ich glaube, es ist genug. Es dürfte 131 Terajoule sein. Nee. 1,3 Terajoule. Ein bisschen doof heute. Heute, sagte er. Nee, und hier will ich so langsam dann alles auffüllen. Ich glaube, wenn wir einen schon mal drin haben, ich kann mal gucken, ob einer vielleicht schon fertig ist, aber ich glaube es ehrlich gesagt noch nicht. Ja, habe ich schon was gedacht. Woran hapert's? Ah, die Alois. Das ist so eine Geschichte, die werde ich über Nacht machen müssen. So. Aber, wie gesagt, wir können uns jetzt ganz in Ruhe Zeit lassen, denn es wird Zeit. Wir gehen in den Twilight Forest. So, ich habe mir nochmal schnell ein paar Night Vision Tricke gemacht. Ich habe leider noch keine verlässliche Quelle. Ich habe mal nachgeschaut. Ich könnte jetzt hier die Charms machen, aber die gehen mir relativ schnell kaputt. Und da will ich gucken, dass wir dann vielleicht diese Eternal Stella irgendwann mal haben. Aber bis dahin machen wir einfach mal ein paar Tränke. Vielleicht kriegen wir dann später noch eine bessere Version. Um in den Twilight Forest zu kommen, brauchen wir so einen Tempel. Tempel? Wie komme ich auf Tempel? So einen kleinen Tümpel wollte ich glaube ich eher sagen. Aus vier Wasserblöcken, umrundet von Pflanzen. Und da werfen wir jetzt einen Dia rein und Hoa sagt einmal Hallo. Aua. Schockt. Habe ich auch noch nicht gesehen, kenne ich auch noch nicht. Gut. Wir gehen dann einmal kurz rein. Und wir sind im Twilight Forest. Das allererste, was wir hier machen, ganz wichtig, ein Raypoint setzen. Portal. So, was suchen wir hier? Das ist eigentlich mega glücklich. Genau sowas. Damit habe ich jetzt echt nicht gerechnet. Das ist hier so ein Erdzügel. Ich kann mal sofort so eine Night Vision nehmen. Hier drin werden wir jetzt gleich jede Menge Erze finden. Hier haben wir Nickel, Redstone, Eisen, aber noch nicht das, was wir wollen. Was haben wir hier? Quimside. Spawner haben wir, die können wir eigentlich auch mal abbauen und mitnehmen. Wir suchen ein bestimmtes Ohr. Hier haben wir auch Dimensional Shards. Könnte auch sehr hilfreich werden. Ja, scheiße. Ich habe ein relativ starkes Schwert, ne? Ich suche aber ein bestimmtes Erz. Oh, was haben wir hier? Expertified Ohr. Nehmen wir auf jeden Fall mal mit. Und hier sind wir aber schon zum Erdzügel raus. Das wollen wir nicht. Wir suchen das auf jeden Fall hier drin. Ich hab's endlich gefunden. Olsimodium Ohr. Ach, das ist die Silk Touch. Das ist hier die Fortune. 6 Olsimodium Ohr. Die gehen sowas von in die Erzverfünffachung. So, mit Olsimodium Ohr können wir das Ganze ein bisschen einfacher machen, denn aus einem einzigen Barren können wir schon sehr, sehr viel machen. Wir können, wo haben wir's? Sagt los, wir brauchen. Wir könnten Digital Miner machen. Aber worauf ich das eher abgesehen habe, ist der Bilder. Der Bilder wird uns hier so viel weiterbringen. Im Grunde genommen können wir nämlich den ganzen Erzberg hier abfarmen. Und naja. Das Einzige, was übrig bleibt, ist, na, wer kann es erraten? Olsimodium. Das baue ich mir ganz schnell zusammen.
So, ich bin wieder in Twilight Forest. Wir haben jetzt einen Builder, eine Shapecard Query, Fortune und Cleaving habe ich gemacht. Ich bin gespannt, was es. Was willst du denn? Was es gleich geben wird. Und zwar packe ich jetzt einfach hier einmal den Builder hin. Mit der Ender Chest oben drauf. Na, mal noch ein kleiner Stress? Anscheinend gerade nicht. Der geben wir jetzt einmal Energie. Wir sagen hier einmal Redstone Mode ignored. Und die Shapecard braucht eine Range. Erstmal müssen wir die erste Corner sagen. Da mache ich jetzt ganz einfach mal, nehme ich hier die Ecke. Grab mich einmal, sagen wir mal bis hier, komplett runter. Da nehmen wir mal die Silk Touch mit. So, einmal kurz runter. Sagen dann einmal, hier ist die erste Ecke, fliegen rauf und dann nehmen wir ganz doof bis hier drüben einfach mal. Dann sollten wir alles abgedeckt haben. Sagen wir bis hier. New Settings copied. Das dürfte dann ungefähr auch reichen, dass der gesamte Berg abgefarmt wird. Können dann einmal hier rechts reingehen. Aber wir wollen sagen, Stein kann nur gewollt werden, genau wie Gravel. Eigentlich kann, wobei das Erde möchte ich gerade haben, Netherrack und Endstone. Und wir sagen dann jetzt einfach mal Press to Start. Und er sollte. Na, wo fängt er an? Da drüben? Jawohl. Das wird alles Schönes gerade hier abgefarmt. Wahrscheinlich haben wir hier jetzt gerade eine Chunkgrenze. Ne, nicht F7. F12 war das? Ich weiß es gerade nicht mehr. Aber das soll mir herzlich egal sein, denn jetzt gehen wir uns einfach nur darum, dass wir quasi erstmal hier alles abfahren. Und Stellar Kanon nehme ich auf jeden Fall mit. Ja. Der Teil macht beim Abbauen Ping. So. Was passiert jetzt hier genau? Außer dass ich eine Fledermaus in der Fresse habe. Die Query farmt jetzt einmal für uns hier quasi diesen gesamten Bereich ab, wie wir einmal sehen. Hallo grünes Schaf. Jetzt geht alles hier rein. Können wir mal unseren Mist dazu tun. Und im Grunde genommen farmt die Query jetzt diesen gesamten Berg hier einmal ab. Warum? Wir wollen an das Allsimodium ran, aber die Query kann kein Allsimodium abbauen. Das ist das Thema. Warum machen wir aber dann trotzdem mit der Query hier Action? Ganz einfach. Die Query kann, beziehungsweise der Builder, kann kein Allsimodium abbauen. Heißt im Klartext, alles andere wird abgebaut. Und wir können dann einfach einmal schnell hier durchgehen und einmal alles mit der Pickaxe abfarmen. Beziehungsweise, ich habe jetzt wahrscheinlich auch gesehen, hier so die letzte Ebene ist hier so ein bisschen noch. Ja, muss ich mal schauen, ob ich das dann vielleicht irgendwie nur gucke, dass ich die letzten Sachen nochmal abfarme, aber ich glaube, da dürfte nicht allzu viel drin sein. Oh. Hallo. Blitz. Wo kommt ihr jetzt her? Na gut. Aber das für eine Blitz haben ist relativ gut. Komm. Ah, Mist, ich hätte ein Datamodel machen sollen. Na egal, würde ich die letzte sein. Ich komme gleich wieder. So, der gesamte Hügel ist verschwunden und das gesamte Allsimodium-Erz ist da. Also kein Wunder, dass ich das nicht gefunden habe, wenn das der einzige Block ist hier. Ich mache es einfach mal so. Einmal Silk touchen und da packen wir dann alles einmal hier rein. So, und ich würde sagen, ich suche mir dann mal einen neuen Erzhügel. Der zweite Erzhügel ist hier und wir sagen dann einfach mal Feuer frei. So, die zweite Query ist quasi durch. Ich glaube nicht, dass in dem einen Viertel noch großartig was da drin sein wird. Ich schätze mal nicht. Und wir haben hier alleine schon mal 2, 5, 9 Erz. Das ist mein Fortune. Könnte was werden.
So. Wir werden Unmengen von Olsemodium brauchen. Und mit dem bisschen, was wir hier rauskriegen, kommen wir nicht weit. Aber ich habe mir jetzt etwas überlegt, dass wir in... Machen wir das heute noch? Lasst mich mal ganz kurz überprüfen. In der nächsten Folge werden wir dann einfach mal schauen, dass wir an Raw Olsemodium rankommen. Wie machen wir das? Ganz einfach über den Laserduel. Ihn können wir in Twilight Travis aufbauen. Und wir werden jede Menge Olsemodium rauskriegen. Und ich werde wahrscheinlich jetzt nicht nur einen aufbauen, sondern gleich mehrere. Aber da müssen wir so ein bisschen Vorbereitung noch für machen. Und ich glaube, hier haben wir jetzt eine relativ gute Fläche für Laserduel-Zeugs. Ja. Dann hüpfen wir einfach nochmal zurück. Ich schmeiß mal ganz kurz hier das ganze Zeugs rein. Also die Query können wir bestimmt nochmal gebrauchen. Weil wir auch noch im... Moment, wo gibt es jetzt eigentlich Unobtainium her? Unobtainium. Vibranium. Warp Forest, Crimson Forest. Das finde ich jetzt interessant. Weil der Nether auch eine Voidwelt ist. Muss ich mal gucken, ob ich da finde, ob wir da vielleicht über die Bienen rankommen. Ich weiß es nicht. Weil die Möglichkeit gibt es. So, aber wir haben jetzt 13 Olsemodium. Und das bauen wir mit der Fortune zweimal ab. Beziehungsweise ich schaue mal, ob ich gerade Fortune 3 bekomme. Ja, das ging relativ schnell mit Fortune 3. Wer sich jetzt fragt, wie ich an so viele Level auf einmal gekommen bin. Hier diese Furnace, die sammeln auch EP. Und wenn man dann einmal so quasi Crafting-Rezepte darüber machen lässt und dann einfach irgendwann mal sagt, jo, nichts rausziehen, ich will das Level rausnehmen, kriegt man die ganze EP auf einmal. Und das war bei mir mal knapp 90 Level. So, ich bin gespannt. 13 Olsemodium. Bitte lass mich eine gute Menge sehen. Das ist die Fortune 3. 38. Daraus kann man auf jeden Fall mal was machen. Gut. Ich verarbeite das Olsemodium. Und ich würde sagen, wenn euch die Folge gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Wenn ihr nichts verpassen wollt, drückt auf den Abonnieren-Button und die Glocke nicht vergessen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Tschüss.